Hallo ihr Lieben, in diesem Video werde ich eine Frage für euch beantworten, die ihr sehr, sehr, sehr oft gestellt habt, nachdem das Wölpchen jetzt wieder reingekommen ist von der Wiese. Und zwar habt ihr mich immer gefragt, so hey, das Wölpchen hat sich doch bestimmt auf der Wiese verändert, da sind Muskeln verloren gegangen. Was machst du, Clown, schon wieder? Ja, okay, das Wölpchen... Das Wölpchen möchte uns allen erstmal Hallo sagen. Sag mal Hallo. Hallo. Küss mich. Okay, sie will mich nicht küssen. Jetzt habe ich schon wieder den roten Faden verloren. Ihr habt mich gefragt, hat das Wölpchen nicht super viel Muskeln verloren auf der Wiese und wie sieht es mit den Sätteln aus? Passen dem Wölpchen denn noch die Sättel? Verrückterweise muss ich sagen, dass das Wölpchen auf der Wiese nicht total viele Muskeln verloren hat. Also natürlich war sie jetzt zum Schluss nicht mehr so in Form, wie als wir richtig trainiert haben. Aber ich war total überrascht, dass sie eigentlich die ganze Zeit muskulär echt gut aussah. Trotz allem verändert so ein Wiesenaufenthalt das Pferd natürlich. Und mir war die ganze Zeit klar, dass ich auf jeden Fall mal nach den Sätteln gucken lassen muss. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, das nicht direkt am Anfang zu machen, weil ich ihr einfach ein bisschen die Chance geben wollte, erstmal wieder so ein bisschen reinzukommen, auch so ein bisschen Muskeln aufzubauen. Weil wenn man dann direkt nach einem Sattel guckt, dann kann man den im Prinzip ja alle 3 Wochen wieder ändern, weil sich das Pferd die ganze Zeit verändert. Jetzt im Moment ist der Stand aber so, dass wir relativ gut aufgebaut haben und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um da endlich mal einen Sattler draufschauen zu lassen. Und ich habe einen neuen Sattler, mein alter Sattler, der kommt hier irgendwie nicht hin. Und mir wurde jemand empfohlen und zwar der Jens von Görz Reitsport. Den haben mir irgendwie viele unabhängig voneinander empfohlen und ich habe mir gedacht, den lasse ich jetzt heute einfach mal kommen. Und er schaut sich dann natürlich meinen Dressursattel an und auch meinen Springsattel. Bevor er jetzt gleich kommt, meine Meinung ist, dass der Dressursattel relativ gut sitzt. Er ist vielleicht ein bisschen eng an der Schulter, aber er sitzt eigentlich gut. Vor allem läuft Wölpchen sehr, sehr zufrieden damit. Der Springsattel hingegen, glaube ich, muss dringend gemacht werden. Der sitzt irgendwie gar nicht. Sie klemmt beim Reiten. Sie hat keine Lust, den zu tragen. Deshalb hatte ich den jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich drauf. Aber ich bin gespannt, was der Fachmann dazu sagt. So, da hängen meine beiden Sättel. Einmal mein Springsattel von Stübben, nicht geputzt. Und dann habe ich hier noch meinen Dressursattel, der ist von Busse. Und den liebe ich wirklich total. Den habe ich irgendwann mal gebraucht, gekauft tatsächlich, aber der passt mir so gut. Und eigentlich dachte ich, dem Wölpchen passt der auch. Aber ob der wirklich passt, werden wir jetzt gleich sehen. Hallo. Hallo, ich bin Annika. Hallo, Jens, du bist Jens, ne? Ja. Jens wurde mir so oft empfohlen und ich hänge die Kamera jetzt irgendwo mal auf und dann schauen wir uns die Sättel an. Ich finde Satteln halt generell so mittel, ne? Okay. Ist halt Stute. Ja. Nur beim Sattel auflegen oder auch beim Gurten? Ne, beim Gurten eigentlich nur. Okay. Von der Länge her ist es in Ordnung. Mhm. Kann hier ganz gut die letzte Rippe verfolgen. Da darf der Sattel gehen, das ist auch völlig okay. Ist auch eigentlich schön auslaufend hier. Ne? Das ist, was bei dem Sattel manchmal das Problem ist, dass er zu spitz hinten reinläuft. Das hat, ist jetzt hier nicht das Problem. Was etwas ist hier vorne, direkt hinter dem Schulterblatt, da ist es etwas eng. Ja, das war auch mein Gefühl. Da vorne ist es auch einfach zu fest gefüllt in dem Bereich. Ah, okay. Ja? Das, manche machen das, um den Sattel so ein bisschen stabiler zu bekommen, aber ich habe lieber einen Sattel, der so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bietet, aber dann halt hier auch die Schulterfreiheit. Dann okay. Es gibt diese zwei Arten. Der eine, der die sehr stramm haben möchte, dass die Sättel, ich sag mal, wie angetackert liegen, oder welche, ich habe es eigentlich immer ganz gern, wenn der Sattel auch so ein bisschen mitschwingen kann, dann kann auch die Muskulatur einfach frei arbeiten. Ne? Wenn der Sattel halt nicht so, also der soll jetzt nicht wippen, das ist auf keinen Fall, aber der soll nicht so angetackert. Yeah, mein Konto freut sich. Fazit Nummer 1, ich brauche keinen neuen Dressursattel. Den kann man anscheinend irgendwie hinwuppen. Wie genau, das wird der Jens gleich mal erklären, weil das wäre von mir höchst unprofessionell. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den Springsattel an. Was machst du? Ich kontrolliere erstmal den Baum, ob der Baum intakt ist oder ob der gebrochen ist. Ist der gebrochen? Nein, ist okay. Das beruhigt mich. Also hier im vorderen Bereich der Polsterung fällt eigentlich auf, dass man, wenn man hier mal noch drüber streicht, hier so ein Loch ist, so ein Füllloch, kannst du auch gerne mal selbst fühlen. Und weiter nach vorne. Oh, hier ist der ja super. Genau, und da ist ein Knoten drin. Ja. Genau. Da hat sich dann auch die Wolle schon verfilzt und das verklumpt nach einer Zeit. Aber wie schnell geht das? Ja. Das, eigentlich dürfte das innerhalb von 5 Jahren nicht passieren. Das ist so knapp. Okay. Also es ist eigentlich ganz normal, dass es irgendwann klumpt. Ja. Aber nee, so lang ist es nicht, ja. Okay. Danke an den Sattlerkollegen. Ja, und hier ist es auch zu eng am Schulterblatt. Viel zu eng, also oder? Hier merkt man richtig, dass er sich hier so reinzieht. Ja. Und hier auch über das Schulterblatt so extrem drüber läuft. Das bekommt man dann auch besser. Der Schwerpunkt ist auch etwas zu weit hinten. Mhm. Der kippt ein bisschen so, ne? Und hier merkt man auch richtig, dass hier gar keine oder kaum Wolle drin ist. Ja.
Ne? Da kann man den schön so tragen lassen, dass er dann hinten wieder rund ausläuft. Ja. Das bekommt man auch hin. Ist aber kein schlechter Sattel, oder? Nein, der Sattel ist sehr gut. Also das Fabrikat ist gut, gute Qualität. Also wenn wir hier auch mit dem Lammfell arbeiten, dann kann ich den auch bedingen, kann ich die Ohrspitzen etwas breiter drücken. Sprich, dass er hier ein bisschen mehr Schulterfrei bekommt. Ne, das geht. Wäre da ein neuer Sattel sinnvoller? Nicht nötig. Also natürlich kann man immer das Optimum raussuchen. Wenn man natürlich sagt, man sucht wieder zwischen 50 und 9 Sätteln aus, findet man mit Sicherheit irgendwas, was etwas besser liegt. Ja. Aber man bekommt das hier auch schon sehr gut hin. Also okay. Anpassbar ist der auf jeden Fall. Aber der Sattel ist gefühlt die größere Katastrophe, oder? Ja, absolut. Okay. Das ist für mich immer total schön, dass man irgendwie mit der Intuition und dem Gefühl nicht so total falsch liegt, weil ich hatte ja das Gefühl, dass sie mit dem Dressursattel ganz gern läuft und der Springsattel ihr halt einfach irgendwie unbequem ist, so wie ein Schuh, der drückt. Und ich bin immer froh, wenn ich da nicht total falsch liege. Und ich finde es gut, wenn ich keine neuen Sattel kaufen muss, wenn ich ehrlich bin. Vor allem der Springsattel, weil wie oft nutzen wir den? Nicht so wirklich oft, ne? Zum Ausreiten, ab und an mal einen Sprung machen, aber... tatsächlich alles ganz schön gut aus. Die Sättel liegen jetzt gerade nicht wirklich optimal, der Springsattel eben deutlich schlechter als der Dressursattel, aber man kann das alles hinbiegen bzw. neu polstern, reparieren. Bist du zufrieden, Maus? Findest du das gut? Ihr ist es, glaube ich, gerade relativ egal, was mit ihren Sätteln passiert. Sie möchte eigentlich nur noch einen Apfel. Der Jens ist jetzt gerade mal zum Auto und schaut, welchen Leihsattel er mir da lassen kann. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck ist wirklich tippitoppi. Das war eine sehr, sehr, sehr gute Wahl. So einen guten Sattler zu finden, das ist ja ungefähr so schwierig wie einen guten Tierarzt, einen guten, weiß ich nicht, Kfz-Mechaniker, einen guten Zahnarzt, so Menschen, denen man dann wirklich vertraut und wo man irgendwie weiß, dass man sich auch darauf verlassen kann. Und ich muss sagen, ich habe gerade ein sehr, sehr gutes Gefühl. Außerdem ist er sehr süß mit dem Wölbchen umgegangen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das, was er gesagt hat, wirklich Hand und Fuß hat. Und deshalb, falls ihr auf der Suche seid, kann ich empfehlen, den Mann. Ein Schelm, wer Böses denkt, dass ich jetzt vielleicht noch einen Sattel sehe, der mir doch besser gefällt als mein eigener. Aber nein, mit solchen Tricks arbeitest du nicht, oder? Nein, das wirkt nur als Leihgabe. Ich habe vorher ja gesagt, ich möchte keinen neuen Sattel kaufen. Ich möchte auch eigentlich gar keinen neuen Sattel kaufen. Aber da kommt dann doch so ein bisschen das Mädchen in mir durch, was sagt, hoch, ob wir mal so ein paar Sättel probieren und mal gucken. Nein, aber in erster Linie muss der jetzt erstmal passen, ne? Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Für 2 Wochen geht das auch, für eine Woche. Genau. Hauptsache, der passt dann. Aber hat sie da Probleme, dass der schwerer ist? Nee, ne? Nein, okay. Das ist, da sprechen wir von 2 Kilo. Ach so, okay. Runter, ne? Das ist, ob man jetzt im Sommer reitet oder im Winter. Und jetzt dicke Klamotten oder nur ein T-Shirt anhat. Ich esse mal einen Tag nichts. Das macht auch eben so einen Unterschied aus, wie viele dir dann einfach irgendeinen Sattel da lassen oder sagen, ja hier, nimm den mal, reit es immer mit, wird schon. Und allein, dass er jetzt kurz schaut, so passt denn der Leihsattel und kann sie damit gehen, fühle ich gut. Daumen hoch für dich, Jens. Ja. Ich dachte mir gerade, so kommst du eben mit... schön zum Auto und ich kenne das von den Sattlern so, dass sie so einen VW irgendwas Bus haben und hinten die Sättel alle reingeschmissen sind und dann Paradise. Also ob jetzt das Wölbchen oder irgendwann in ein paar Jahren mal vielleicht noch für ein anderes Pferd, schön, freie Auswahl. So, hier ist mein Auftrag sozusagen. Die Bilder sagen mir nix. Deshalb erklärt der Jens mir jetzt hoffentlich nochmal, was genau wir machen. Ja, also die Sättel werden beide neu gefüllt. Das spricht, die Polsterung ist relativ fest. Und dass wir da die komplette Füllung nochmal rausnehmen und die dann ganz neu frisch füllen mit neuer Polsterwolle. Ja, hier die Zeichnung, die ich hier gemacht habe, ist ein bisschen schwierig zu deuten mit dem Leinen. Da habe ich einfach nur aufgeschrieben, wo ich etwas mehr Füllung reinmache oder wo ich etwas weniger mache. Etwas mehr Schulterfrei bei beiden Sätteln ist nötig. Ja, genau. Da habe ich jetzt meine Notizen. Jetzt werden die erstmal gemacht und in einer Woche ungefähr sind die dann fertig. Das hört sich doch gut an. Ich bin echt happy, dass ich jetzt nicht unbedingt was Neues kaufen muss. Das Wölbchen darf jetzt auch noch mal ganz kurz in das Sattelauto reingucken. Ist das gut? Beeindruckend, oder? Ich finde, du siehst sehr beeindruckt aus. Und sie so, können wir reingehen und Möhren essen, bitte? Dringend.
Das war ein echt langer, aber auch ein richtig, richtig guter Termin. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen was über Sättel wieder gelernt habe. Und ich bin wirklich total froh, dass man meine Sättel sozusagen retten kann, beziehungsweise jetzt so ideal anpassen kann, dass sie dem Wölbchen dann auch wie angegossen passen und dass sie einfach wirklich zufrieden ist beim Reiten. Ihr seht, das Wölbchen ist ungeduldig, die will jetzt dringend was machen. Natürlich wird es für euch dann nochmal ein Update geben, wie denn die neuen Sättel liegen und wie wir damit zurechtkommen. Aber ich bin jetzt erstmal sehr, sehr froh, dass der Termin so gut gelaufen ist. Und ja, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!